Jo, und damit zur nächsten Session der 33 von meinem Traummap Let's Play. Und ja, hier wird alles fleißig gebaut, wie man sieht. Und was jetzt für mich Thema wird, sind im Prinzip zwei Dinge. Einerseits hier diese Mauern abreißen, weil die Verteidigung brauchen wir nicht mehr. Wir haben die hier versetzt. Und zum anderen möchte ich jetzt hier drüben, weil das Thema ist ein ziemlich einfaches. Nein, das nicht. So. So. Wenn man jetzt hier mal guckt, es fehlen halt die gelben Wissenschaftspakete. So. Gelbe Wissen, also so gehe ich immer nach, wenn ich merke, es ist irgendwo ein Problem und es geht irgendwie nicht voran, gucke ich, okay, warum werden die gelben hier nicht schneller hergestellt? Dann sieht man hier, okay, es fehlen die blauen oder lila Schaltkreise. Dann geht man zu den Schaltkreisen hin und sieht, oha, es fehlen die grünen Schaltkreise. So, dann geht man hin zu den grünen, oha. Hier wird ja schon ganz schön gemacht und getan, aber irgendwie reicht das noch nicht ganz. Aber man hat ja hier noch Optionen, dies zu verbessern. Bedeutet, wir werden uns ja die grünen Schaltkreise nochmal vornehmen, werden hier hinten passive Anbieterkisten machen an den Enden hier. So, dass hier alles dann per Drohne hingeliefert wird und das Ding hier bam 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 flutschen kann wie Sau. Das werden wir jetzt zuerst tun und dann werden wir die Mauern abreißen und wenn dann noch quasi Zeit ist, werde ich hier schon anfangen, hier Mauern zu ziehen. Also hier im Zweifel noch ein bisschen frei machen. Mauer ziehen, Mauer ziehen. Mauer ziehen und hier dann in diesem Bereich, wahrscheinlich über dem Ölfeld 02, die Schmelzenanlage hinzubauen. Die wirklich dann große Mega-Schmelzenanlage. Von daher gesehen fahren wir hier jetzt mal hoch und kümmern uns um die grünen Schaltkreise. Wenn wir das nämlich dann verbessert haben in dem Sinne, wird wahrscheinlich die Schmelzenanlage, die wir jetzt haben, de facto nicht mehr ausreichen. Und deswegen müssen wir über kurz oder lang eh uns dort den Weg freibahnen. Aber die Mauern müssen ja auch nicht unnütz da rumoxidieren. Deswegen werde ich die vorher abbauen und dann ja, mich um die neue Mauer kümmern, beziehungsweise um die Zugstrecke dahin, dass ich dementsprechend das dann automatisiert aufbauen kann. Also wir haben einen guten To-Do-List wieder. Kann man nicht meckern. So, zack, einmal wieder weg. So. Weil die Geschwindigkeit von der Wissenschaft, ja, die lahmt ziemlich, das ist richtig. Aber wenn ich hier schon mal bin, so, dann kann ich auch auf den Kommentar von Chris Angel was, glaube ich, mal eingehen. Genau, Crying Angel so rum. Die anmerkte, es macht doch hier keinen Sinn, hier die schnelleren Fließbänder und hier die langsameren. Stimme ich dir absolut zu, es macht keinen Sinn an sich, aber im Moment, ja, du siehst, es staut sich. Im Moment brauche ich das nicht beschleunigen hier. Das war einfach hier, weil ich hier längere Abstände brauchte und hier, damit es auch wirklich dann bis hinten mal durchläuft. Ansonsten, wenn das hier sich nicht mehr staut, werde ich das sofort updaten, genauso wie an der Seite. So, das war dein Kommentar in
Episode 27 T4 Kurvendiskussion. Also ich lese die, beantworte die ja auch, genauso wie der Kommentar kam in Gott, Episode 29 T3 EZL Gedanken mit dem Kupferfeld. Ja, im Prinzip bräuchte ich dieses Kupferfeld hier noch nicht. Aber es soll den Weg frei machen für diese Zugstrecke nach unten. Deswegen brauche ich das. So. Und jetzt hier mache ich das so. Ich glaube eher so. Jetzt muss ich hier überlegen. So. Und hier passive Anbieterkisten. So. Dasselbe könnte ich hier und da einmal hinsetzen. So. So. Bum, 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 bum. So. Und einmal einfach. Hier. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Weil dementsprechend können wir jetzt hier. Da haben wir sie. Hier am besten. Ja, am besten hier hinter der Schiene das machen, genau. So. Hier vielleicht auch noch Speed-Module rein. Anforderungskisten. Brauchen wir hier dreimal Kupferkabel. So. Und einmal das Ganze wieder raus. Passive Anbieterkiste. Bam. So. So, lala. Das Ganze jetzt hier. Ah, hier nochmal updaten, genau. Und dann können wir dieses ganze Geraffel hier. Rüber kopieren. Jetzt habe ich bloß gesehen, ja, dass das natürlich gerade so nicht aufgeht. So. Zack. Sehr gut, das rattert doch jetzt hier durch. Das gefällt mir doch. Sehr gut. So, das Ganze haben wir jetzt noch einmal hier daneben. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Das Ganze hier
Schauen wir mal, ob das so hinhaut. So. Sieht man hier, dass das hier ganz schön abgeht. Haben wir auch das geschafft. Sehr schön. So. Überall mal ein Stück Kohle drin, okay. So. Ja, da noch ein bisschen zu tun, glaube ich, das rauszuziehen alles, aber hey, der macht das schon. So. So, aber jetzt sieht man hier ganz deutlich, Eisenplatten reichen hier halt wirklich nicht mehr aus. Was jetzt hier für eine Abnahme ist, hier hinten, das ist halt jetzt vorbei. Deswegen müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir hier dementsprechend mehr Eisenplatten bringen. Also de facto die Schmelze aufbauen. Und aus diesem Grunde fahren wir jetzt mal runter und bauen die Mauern ab. So dass wir die dann gegebenenfalls direkt woanders wieder aufbauen können. So. Und bloß mal gucken, welche Richtung müssten wir jetzt? Ich denke mal, die ist schneller gemacht. Bedeutet, dass wir hier runterfahren jetzt. So. Nebenbei können wir auch hier dieses Raster weiter fortsetzen, sehe ich gerade. Also ich glaube, das Auto müssen wir hier sogar drinnen lassen. So. VEZL Süd. EZL Süd. Nehmen wir das Ganze weg. So. Zack. Weg. Das kann weg. So. Jetzt. So, somit kann dieses ganze Geraffel hier
Ah, hätten wir zuerst die Drohnenhangar abbauen sollen. Und einmal bitte abreißen. Hier zusehen, dass man das hier Reihe nach abgebaut bekommt. So. Ganze lagern wir jetzt hier ins Auto ein. Das rein, das rein, das rein, das rein. Das rein, das rein, das rein. So, und weiter geht der Abriss. So, jetzt kann er hier erstmal ordentlich was wegreißen. Sehr schön. Die beiden noch. Zack, sehr schön. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen chirurgisch rangehen. So. Und hier einmal bitteschön diesen ganzen Bereich hier nach und nach kannst den abbauen. Und dann haben wir hier einen Bereich schon mal entfernt. Wo sind denn hier wieder Großangriffe? Ne, schon wieder abgewehrt. Okay. Ja, baut mal ruhig alles ab hier. Sehr schön. Als wäre nie was da gewesen. Eieiei. Die Resthusten ist noch da. So, was haben wir? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, das geht alles ins automatische Abfallteil. So, jetzt machen wir hier den rum und reißen hier das hier hinten noch ab. Müssen wir vielleicht gucken. Kommen wir da? Kidoki. Mal, da müssen wir hier ein bisschen ummodellieren, das Ganze. Hier das mal raus. Der Rest kann durchaus reingeliefert werden, das ist nicht so schlimm. Jetzt. Ja, ich wollte ja noch genau.